6-1. Das sieht doch gut aus. Die Starthand ist allerdings nicht so gut. Ich behalte mir den Arafi Weaponsmith in der Hand, weil er ziemlich gut ist. Aber ich hoffe, ich kriege noch ein paar Early-Game-Karten. Zombie-Chow, bitte. So spannend ist das leider nicht. Vielleicht jetzt gleich den Zombie-Chow noch. Zombie-Chow. Zombie-Chow. Zombie-Chow? Nein. Ja, chaka, 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 chaka. Back to work. So, dafür kann ich ihn hoffentlich killen. Der cool Taskmaster ist eigentlich für ganz andere Sachen gedacht. Jetzt macht er mir richtig Schaden. Na toll. Das lief ja noch nicht so ideal. Unstable Portal. I can wait and finish all day. Wer ist denn jetzt? Mit dem Cleave? Nein, natürlich nicht. Dann muss halt jetzt Death's Bite erhalten. Damit wir den Pegel mal schnell loswerden. Nein, Motherfucker. Drink with me, friend. So, jetzt ein Cleave, bitte. Der Anfang läuft bis jetzt gar nicht so gut. Natürlich kein Cleave. Ruhig meinen Mana mal nutzen. Ja, chaka, 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 chaka. Ich komme jetzt mal langsam zurück ins Spiel. Schon relativ viel HP verloren. Kann mir natürlich dann langsam mehr Rüstung zurückgeben. Ey, Fucker! Das tut jetzt ganz schön weh. Squire, attend me. Ready, sir. Das tut langsam etwas sehr viel doll weh. Kann das mal aufhören? I wonder. Aha. Well played. Okay, das war eine kurze Runde. Ja, schade. So kann es natürlich auch gehen, wenn das Early Game scheiße ist. Ach, das hasse ich. In diesem Deck eine blöde Starthand bekommen. Ärgert mich. Knack, genug. Dann nochmal vielleicht den Mulligan anders machen. Aber ist natürlich schon ärgerlich. Der Cruel Taskmaster alleine. Dann ewig kein Cleave, obwohl ich 3 Stück davon habe. Oder wenigstens ein Slam. Kein Execute. Alles die Sachen, die ich haben möchte, kamen nicht.
So, ich muss mal eintragen in der Hearth Arena. Gegen den Mage. Mit der Coin verloren. Und jetzt gegen einen Rogue. Gegen einen Rogue. Ohne Coin. Hoffentlich läuft das besser. Ja, wenn ich drei Zweier habe, das hilft mir auch nichts, wenn ich im ersten Turn und im dritten Turn nichts Vernünftiges spielen kann. Da hätte ich auch ganz gerne immer eine Coin. Turn was spielen können. Das ist natürlich auch eine coole Kombo mit dem Throwing Berserker, dass er sich selber Schaden macht. Don't mess with Tusker. Nicht so leicht in der nächsten Runde einfach den Puddle Stomper wegräumen mit dem. Jetzt ganz gerne mal eine Waffe langsam. Jetzt sehe ich natürlich keine Waffe. Das ist doch alles verrückt. Wenn ich ihn ausspiele, kann ich wieder nichts Vernünftiges auf der Mana-Kurve spielen. Ich würde sogar fast das Upgrade spielen, nur um ihn zu killen. Oh nein. Was soll's? Er ist eine ähnliche Problematik wie ich sonst manchmal. Er schafft es zwar einigermaßen vernünftig zu traden, verliert dabei aber so viel HP schon. Cleave hilft mir jetzt gerade nicht so viel. Aber es hilft ein bisschen. Back to work. Ist gar nicht so schlecht. If you insist. Das ist gar nicht so schlecht. Ich würde jetzt ganz gerne eine meiner 1000 Waffen kriegen, die ich habe. Ah, nicht schlecht. Ich habe 1000 Waffen. Darf ich bitte von einer haben? Wie wäre es mit Gorehowl? Wie wäre es mit Arathi Weaponsmith? Wie wäre es mit irgendwas? Wie wäre es mit Deathspite? Nicht umsonst 3000 Waffen. Ich habe 4 Waffen. Gorehowl, Deathspite und zweimal Arathi Weaponsmith. Die würden alle sehr gut kommen gerade. So many options. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt hat er sich ganz schön runtergeschossen auf 14 AP, aber dass ich jetzt nicht ins Hintertreffen gerate. Das Upgrade ist mir die ganze Zeit eine tote Karte auf der Hand, so wie es jetzt liegt. Und das ist ein bisschen ätzend gerade. Fuck it! Mann, wie ärgerlich kann das denn sein? Ist ja nett, dass die beiden weghaut. Leider kann er jetzt dann nächste Runde killen, da er einfach angreift und eine starke Waffe kriegt. Und Hogger. Okay, das nervt langsam. Ich brauche jetzt eine Waffe. Hallo.
Aber wenn ich jetzt nicht bald die Waffe kriege, ärgere ich mich langsam. Ich habe so viele. Fuck it! Wo kommen. Ich brauche jetzt echt meine guten Minions. Ich ärgere mich gerade zu sehr. Ich brauche jetzt die guten Minions, um in diesem Spiel weiterzukommen. Scheiße. Ich verliere das noch. Ich sehe es schon kommen. Gib mir Gorehowl. Sofort. Aber selbst Gorehowl wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht mehr durch die scheiß Hogger durchkomme. Ja, genau, das nächste Assassinate. Tu dir keinen Zwang an. Scheiße, das ist richtig schlecht. Auf dem Taunt natürlich das Divine Shield. Scheiße. Ey, ich verliere dieses Kackspiel noch, oder? Fuck you, Spiel. Echt, ich bin gerade angekackt. Ich habe 4 Waffen. Und noch 16 Karten. Die Chance von. Und ich kriege nur Dreck gerade. Ist auch wieder dem Fraß vorgeworfen. Das können sie easy killen. Schade. Na gut, das war's jetzt. Oh, wie ärgerlich. Das Spiel hatte ich schon so gut wie gewonnen, ey. Der Hogger macht mich jetzt fertig, ey. Wie ärgerlich. Mann, das ist, 6 Wins ist echt okay. Aber so ein Ende ärgert mich gerade. Wie viel Pech hatte ich denn gerade beim Ziehen? Nur noch Scheiße gekriegt. Ein Bomblobber wäre super gewesen. Gorehowl wäre super gewesen. Arafi Weaponsmith auch. Deathspite auch. Ich hätte das scheiß Update ganz halt als tote Karte. Fancreeper wäre auch gut gewesen. Wären einige gute Karten gewesen. Aber nein. Da kann ich nicht über die 6 Wins einigermaßen freuen, die echt okay sind. Ah, wie ärgerlich. So ein Abschluss. Eine völlige Scheißrunde. Tja. Naja. Ja, bisschen unschöner Abschied. Das ärgert mich jetzt, so eine Schlussrunde. 10 HP die ganze Zeit noch. Hätte ich eine Runde mal mehr spielen können? Na egal. Wurscht. Manchmal hat man einfach auch Pech. Manchmal hat man wahrscheinlich auch dafür genauso viel Glück und merkt es gar nicht. Wenn man irgendwo auch schon relativ weit ist, vielleicht in der Arena, vielleicht mein 5-2 oder so, oder mein 5-1. Dann hat er vielleicht auch das bessere Deck gehabt. Ich habe ihn einfach abgezogen. Das gleicht sich irgendwann alles aus. Ärgerlich ist es trotzdem. Naja, es war insgesamt trotzdem ein schöner Stream. Den Warrior mag ich eigentlich ganz gerne. Und 6-3 ist jetzt ja trotzdem ganz okay. Das kann durchaus schlimmer passieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Auch wenn das Ende jetzt ein bisschen blöd war, hat es viel Spaß gemacht. Ihr habt es ja auch eben schon gesehen. Ich kann es nochmal kurz zeigen. Ich habe BlackRock schon gekauft. Ab Freitag wird dann BlackRock gespielt bei mir. Auf jeden Fall. Normal und Class Challenge. Heroic kann man ja erst, wenn man das freigeschaltet hat, danach. Oder wohl? Heroic könnte ich vielleicht auch an dem Tag schon. Muss ich mal gucken. Ich glaube, alles an dem Tag geht schon. Der erste Wing. Werde ich dann gleich mal ausprobieren. Das müsste halt zumindest. Müssten das 5 Bosse sein, glaube ich. Oder 4. Ich habe gar nicht im Kopf, wie viele im ersten Wing sind. Dann die Class Challenge. Und dann vielleicht Heroic Mode. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Spätestens ab Freitag bei mir auf dem Kanal und auch auf YouTube. Zwischendurch wie immer Arena und Constructed. Ein paar Tage müssen wir leider noch warten. Naja. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Leute, die heute neu abonniert haben oder ihr Abo verlängert haben. Da gab es heute einige. Freut mich sehr, wenn ihr mich so unterstützt. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Twitch-Stream auf YouTube oder auf Facebook, wo auch immer. Euch eine gute Nacht. Und bis dann.